In diesem Video schauen wir uns wieder eine SATB-Aufgabe gemeinsam an. Ich habe hier nochmal die ganzen Potenzen- und Wurzelrechenregeln und den Zusammenhang eingeblendet. Die solltet ihr mittlerweile kennen. Kommen wir zum Beispiel. Hier beschäftigen wir uns mit einem Unterpunkt von dem Punkt C der Aufgabe A an der Line 263. Hier haben wir also eine Potenz gegeben, nämlich e hoch minus 25 mal t dividiert durch 81. Und diese Potenz sollen wir mit positiver Hochzahl und in Wurzelschreibweise anschreiben. Wir sehen hier fünf mögliche Darstellungen und wir sollen herausfinden, welche die entsprechende ist. Drücke am besten jetzt auf Pause und versuche es selbst. Sehen wir es uns gemeinsam an. Hier würde ich jetzt anders vorgehen. Da wir nicht zwei Darstellungen suchen, sondern nur eine, würde ich die entsprechende Potenz so umformen, wie es gefordert ist. Eben, dass wir dann eine Wurzelschreibweise haben und eine positive Hochzahl. Die positive Hochzahl erhalten wir ja, indem wir den Kehrwert verwenden und den Exponenten positiv machen. Das heißt, wir haben dann 1 dividiert durch e hoch 25 mal t dividiert durch 81. Und jetzt benötigen wir nur noch die Wurzeldarstellung und da verwenden wir jetzt den Zusammenhang zwischen Potenz und Wurzeln. Und es ist ja immer so, dass der Nenner des Exponenten die Wurzel darstellt, also haben wir dann die 81. Wurzel aus e hoch 25. Jetzt müssen wir nur noch suchen, welche Darstellungen von diesen fünf Darstellungen die gleiche ist. Und das ist die erste. Und wir haben die Aufgabe schon gelöst. Ich hoffe, dir ist die Aufgabe klar. Wenn nicht, schau das Video einfach nochmal an. Ansonsten bis zum nächsten Video.